Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Fallout 4, wo wir immer noch im Wilson Firmenhauptsitz sind. Verdammt. Und hier noch aufräumen müssen. Hier kamen wir jetzt gerade rein. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier natürlich wieder alles mitnehmen, durchlooten und alles töten, was uns in den Weg kommt. Dann sind wir Level 76, habe ich mal gerade geguckt. Wir verhalten, ja gut, unwichtig, also nicht so relevant. Empfangsterminal halt. Mal gucken, ob wir was vom Chef finden werden, das ist dann eher interessant. Nehmen wir mal das ganze Pony mit. Da geht es noch hoch, hier haben wir noch die Geschütztürme. Da draußen ist was. Schau mal, wer da ist. Noch mal eine Granate hinterher geschmissen. Ach komm, weil es so schön ist, noch mal eine. Tja, wenn es nicht anders geht. Also, ja, hier können wir gar nicht lang. Hier haben wir alles geguckt. Dann müssen wir jetzt hier lang. Sicherheitsterminal. Schauen wir gleich mal nach. Ja, natürlich sind wir überladen. Immer noch, da hat sich nichts geändert. Gucken wir mal in das Sicherheitsterminal rein. Das müssen wir natürlich auch erstmal hacken. Dann machen wir das doch mal eben. Geschafft. Na, ging ja so nochmal gut. Sicherheitsaufzeichnung. 21.10.2077. Ja, Protokoll, das brauchen wir nicht. Protokoll geschlossen. 22.10. Das interessiert uns alles so nicht so wirklich. Sicherheitsprotokoll. Alle sicherheitsrelevanten Ereignisse sind zu protokollieren. Alle Mitarbeiter und Besucher müssen ihre offizielle Atomitoys-ID-Karte mitführen und nach Aufforderung vorzeigen. Alle Besucher müssen von der Sicherheitsbesucher-ID-Karte ausgestellt werden. Wenn sie nicht in ihr nicht in Verwendung sind, müssen Besucher-IDs im Aktenschrank des Sicherheitsbüros gelagert werden. Alle Besucher sind jederzeit von einem Mitarbeiter oder einem Mitglied des Sicherheitsteams zu begleiten. Sicherheitsbericht Allen Glass, ja, das wissen wir ja schon. Turmsteuerung. Ach, die brauchen wir jetzt nicht zu aktivieren oder zu... Oder? Doch, wir machen die mal eben an. Aktivieren. Nick kriegt sie drauf. Aber das ist uns jetzt gerade egal. Ich hoffe, die Mutanten kriegen es so auch drauf. Wir müssen jetzt eh nach oben. Das ist nur so ein Bild. Okay, gut, dann gehen wir mal hoch. Hallo, Supermutant. Ah, die haben die Geschütze ausgeschaltet, aber haben dafür auch einen drauf bekommen. Das ist das, was ich auch eigentlich wollte. Das hat ja auch irgendwie funktioniert. Gut. Jetzt sind wir langsam in der oberen Etage. Das ist hier so ein Vorstellungsraum, wo dann quasi eine Umschulung stattfindet oder sowas ähnliches. Interessant, interessant. Aber jetzt ziehen wir weiter. Natürlich nehmen wir hier alles mit und wir öffnen mal diesen Raum hier. Naja, mal ist gut. Ich versuche es zumindest. So, hier haben wir, das ist der Raum, ein Bastlerraum, vielleicht von dem Besitzer, von dem Wilson, Seife, Telefon, alles so schön eingerichtet. Büroterminal der Entwicklungsabteilung, hier sind also die Entwickler tätig. Kalender. Ja, haben wir schon mal gesehen. Allen Glass, Dokumente. Verkaufsprognosen. GD Buttercup Verkaufsprognose. 1.10.77. Anhand der aktuellen Marktsituation ist zu erwarten, dass der Verkauf von GD Buttercup im vierten Quartal von 122 auf 110 Millionen US-Dollar sinken wird.
Dies entspricht einem Rückgang von 17% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, was in der wichtigen Verkaufszeit von vor Weihnachten schlichtweg enttäuschend ist. Markenstagnation und Marktsättigung beim aktuellen Preis von 16.000 US-Dollar sind für den stetigen Rückgang verantwortlich. Entwurf am Verkaufsprognose. Ich glaube diese Zahl nicht. Wir verkaufen seit Jahren gut. Was hat sich geändert? Wenn unsere Verkaufszahlen zurückgegangen sind, müssen wir unseren Markt erweitern. Premium-Edition, unterschiedliche Versionen zum Sammeln, vielleicht auch eine Serie für Jungen ausprobieren. Ich werde mir etwas für die nächste Vorstandssitzung einfallen lassen. Das wird großartig, du wirst sehen. Aber alleine schaffe ich das nicht, Mark. Dein Vater und ich haben immer zusammengearbeitet. Ich verstehe nicht, was zum Teufel du tust. Produkt Brainstorming. Sammlerstücke. Interessant. Sicherheitsbericht Alan Glass, auch wieder da, die Wiederholung. Dann öffnen wir das Passwort, öffnen wir das Terminal mit dem Passwort. Sicherheitstür, Steuerung, Türe öffnen. Zugriff auf Magnetschlösser. Und die Türe ist offen. Das ist also der Bastlerraum. Ein Meistersafe. Interessant. Mal sehen, wie lange ich jetzt brauchen werde, den zu öffnen. Das ging überraschend schnell für meine Verhältnisse. Aber ansonsten der übliche Krempel eigentlich nur. Auch hier haben wir wieder ein Terminal. Terminal ist das Entwicklungslabor. Auch hier wieder das Passwort Marleen. Erinnerungen. Mist. Hier, Erinnerung. Milcheier, Nuka kaufen. Nicht wieder vergessen. Um 7 zu Hause anrufen. Marleen muss ins Bett. Aha, ganz wichtig. Entwicklungsprotokoll 14.10. Langsamer Fortschritt. Die neuen Beinservos sind immer noch zu leistungsstark. Beim heutigen Test haben sie ein Loch in den Boden gerammt. Ich muss sie noch weiter runterfahren. Keine Ahnung, was schiefgelaufen ist. 17.10. Selbst die Farbvariationen sind Mist. Das Färben des Metalls hat die Impedanz verändert. Also versuche ich jetzt mit Autoverzierungen. Unglaublich, dass ich Marleens Aufführung verpasst habe, um ein paar rosa Pferdchen dabei zuzusehen, wie ihre Farbe trocknet. Wenn das hier alles vorbei ist, werde ich es wieder gut machen. 20.10. Was für eine Katastrophe. Ich habe bisher noch keine Rückmeldung auf die Lizenzierungsangebote erhalten. Der Schichtleiter ist in der Fabrik, ruft nicht zurück. Ich habe rein gar nichts und in 2 Tagen ist die Vorstandssitzung. Ich darf nicht unpünktlich sein. Die Uhr läuft, Alan. Die Uhr läuft. Safe-Steuerung. Ja gut, brauchen wir jetzt nicht mehr Band abspielen. Okay, das Band werfen wir mal aus. Er hat also immer gearbeitet. Und seine Familie vernachlässigt, so scheint es zumindest. Wir wissen natürlich keine Einzelheiten. Hier geht's auch nochmal weiter. Kurz nachladen. So, den hätten wir beseitigt. Jetzt müssen wir mal eben schauen, dass wir hier den ganzen Loot natürlich nicht außer Acht lassen.
Hier von der Lampe, das nehmen wir mit. Dann gehen wir erstmal diesen Raum hier rein. Eine U-Bahn-Marke und ansonsten eine Türe, die wir hier öffnen können. Ein kleiner Raum mit Akten und eine kleine Lagerstätte. Okay. Seinen ganzen Kram nehmen wir natürlich auch mit. Und ansonsten haben wir ja auch noch mal ein bisschen Mutantenkrempel. Interessant. Leichen, also ihr Essen. Ach Mist. Toll, das habe ich jetzt zu schnell gelootet. Verdammter Mist. Ein Safe. Den haben wir auch aufbekommen. Wir sind echt kurz davor, ein Level zu steigen, aber dennoch schaffen wir das hier drin jetzt nicht mehr. Terminal des Präsidenten. Ja, kommen wir da dran? Ja, wir kommen dran. Teilnehmergenehmigung für das SINT-Programm. Mr. Wilson, Ihre Bitte zur Teilnahme an Science-Programm wurde stattgegeben. Mein Vorgesetzten hat zwar gewisse Zweifel, aber allerdings entsprechen die Spezifikationen Ihrer Fabrik voll und ganz unserer Anforderungen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass dieses Programm eingeschränkter Geheimhaltung unterliegt, da die Tarnung als zivile Produktion äußerst wichtig für den Erfolg des Programms ist. Sollten Informationen darüber genau kontrolliert und nur an Mitarbeiter weitergegeben werden, die diese unbedingt benötigen. Colonel Thompson Nelson. Direktor des Sign-Programm, Heeresministerium. Memo Mark, Mittagessen am Montag. Einfach mal so random am Ende. Spezifikation des Sign-Programms. Spezifikation des Sign-Programms Übersicht eingeschränkte Geheimhaltung 1.9.77. Das Sign-Programm dient der Verwendung ziviler Produktinfrastruktur zur geheimen Munitionsherstellung, um im Falle eines mit konventionellen Streitkräften ausgetragenen Konflikts einer raschen Mobilmachung zu gewährleisten. Als anerkannter Teilnehmer an diesem Programm werden Sie dazu aufgefordert, Ihrem Vertrag entsprechend umgehend mit dem Produkt von Landminen zu beginnen. Sollten Sie Ihre Quoten erfüllen, können Sie die zivile Produktion in begrenztem Umfang fortführen, bis eine vollständige Mobilmachung befohlen wird. Mark Wilson, Präsident und CEO. Sicherheitsbericht, Alan Glass, ja, und Kalender und Safe-Steuerung, das kennen wir ja alles schon. Alles ein alter Hut, alles schon gemacht, alles uninteressant. So, den Hund noch, dann haben wir da noch einen Gang. Kommen wir da rein. Ach, Back Bay, hier kommen wir nach draußen. Dann haben wir auch das hier erfüllt und können dann weiter in Richtung Aufgabe, was wir ja eigentlich machen wollten, den goldenen Grashüpfer finden. Was auch gleichzeitig bei der USS Constitution ist, da wollten wir sowieso nochmal nachsehen, nachdem sie da wieder eine Bruchlandung hingelegt hat, was da jetzt los ist. Das ging irgendwie total unter, weil zwei DLCs dazu kamen und ja. So wie es halt in Fallout ist. Okay. Nur Munition, ein bisschen Kram und das war's. Bei wie viel Kilo sind wir? Bei fast 1000. Okay. Wir müssen jetzt weiter in diese Richtung, um zum goldenen Grashüpfer zu gelangen. Wir haben da hinten links nochmal etwas. Eine Halle oder irgendwie sowas. Ach, das hatten wir ja mal alles hingeschmissen, weil wir überladen waren. Ha. Vergangenheits-Extreme, was hast du da getan? Immer wieder dieser Leichtsinn und ich denke, ich könnte es ja nochmal wenden. Aber dem ist ja eh nie so. Dann gehen wir mal da vorne hin, da wir da einen Ort haben, wo wir noch nicht waren. Und da wir gerade eh überladen sind, spielt das ja keine Rolle. Ich glaube, jetzt macht es auch keinen Sinn, jetzt irgendwie alles zu verkaufen. Warum denn auch? Da ist der Wordy Bird. Über Boston und schon immer wieder Schüsse. Gekämpfe. Hubricks Comics. Den
gehen wir doch mal hier rein, ein Plünderer, ein Toter. Wir lassen die mal da schießen, mal fighten. Wir müssen eh in eine andere Richtung dann. Aber Habricks Comics nehmen wir nochmal mit. Mal sehen, was wir hier finden. Vielleicht auch schöne Ausgaben von Grognak der Barbar oder andere Dinge. Naja, regeln wir das halt so. Du spielst hier mit dem falschen Zünd. Auf Putz erlöst, den wir jetzt verstecken. Wie cool der da gerade runterkam. Das war gerade wirklich irgendwie cool. Also Ghule sind hier drin. Das ist schon mal interessant. Die Unaufhaltsamen. Du erhältst dauerhaft eine Chance von 1% den gesamten Schaden eines Angriffs zu vermeiden. Naja, 1% ist ja schon mal... ist ja schon mal nicht verkehrt, wie ich finde. Was haben wir hier drin? Verdammt. Das erfahren wir gleich. Was haben wir hier drin? Geschafft. Grognaks Axt. Perfekt. Interessant. Treffer sorgen für mehr Taumeln. Ziele erleiden Blutungsschaden. 74 Schaden. Na gut, wenn man die jetzt noch pimpt und Nahkampf skillt, dann ist die super toll, aber wir werden es nie machen. Schön, dass man das mal hat, aber ja, mehr bringt das auch nicht. Comicladen Terminal. Yay, wieder was zum Lesen. Da freue ich mich ja total. Auftragsverfolgung. Vorbestellung für August. 95% der Vorbestellungen wurden letzten Monat abgeholt. Grognak ist uns schon zweimal ausgegangen. Wir werden zusätzliche Exemplare von Grognak anfordern. 102 Grognak der Barbar. Verloren im Schnee der Begierde. 86. Captain Cosmos. Die radioaktive Raumfahrer aus dem All. 31 Geschichten von der Front. Der rote Terror. 18 Leben unter der Erde, Vault Boy Spezial, 2 Manta Man, Reise in die Tiefe, Vorbestellung für September. Beide Manta Man Exemplare wurden nicht abgeholt, keine weiteren Vorbestellungen für Mr. Freely und Dover. Der Rest der Manta Hefte ist noch verpackt, ich werde sie morgen zum Verschenken bereitlegen. Müssen wir sie unbedingt auf Lager haben? Habe mehrere Nachfragen zu Gerüchten über einen Silverschraut Comic erhalten. 110 Grognak der Barbare schwer die Eichenkrone. 85 Captain Cosmos gegen die Mondmänner. 30 Geschichten von der Front, einer muss sterben. 9 Leben unter der Erde, Timmys großes Abenteuer, 2 Manta Man Krabbe der Verdammnis. Neue Abonnenten. Die Abonnentenzahlen im Laden sind noch immer bedenklich niedrig. Wir müssen langsam mit etwas mehr Nachdruck verkaufen. Erinnert die Kunden immer daran, wir machen die Arbeit. Sie kommen einfach rein und holen sich die Ausgaben ab. Oh, und ist sogar noch 5% billiger als eine Lieferung per Post nach Hause. Zum Glück konnten wir ein paar neue Abonnenten gewinnen. Ja, die Namen. Interessant. Safe-Steuerung. Schloss aktivieren. Okay, jetzt haben wir Schloss aktiviert. Ich weiß gar nicht von wo und überhaupt. Das hatten wir. Ach, das ist jetzt das Terminal. Nee, das wollte ich gar nicht. Wo ist denn hier ein Safe? Ich habe keine Ahnung, wo hier ein Safe ist. Egal. Lagerhaus. Hier hatten wir einen Schlüssel für. Interessant. Auch hier Schlüssel, Vorkriegsgeld und sonstiger Kram. Ansonsten ist hier nicht viel. Eine Leiche, warum auch immer. Hier waren wir sicher noch nicht. Ich bin mir gar nicht so sicher. Oder waren wir nicht schon mal im Comicladen? Aber da hätten wir die Axt von Grognak nicht. Ich bin leicht verwirrt. Bin mir unsicher. Kann mich auch irren, dass ich das gerade irgendwie verwechsel. Auf jeden Fall höre ich noch weitere Ghule.
Aber das dürfte ja kein Problem sein. Da sind wir definitiv Schlimmeres gewohnt. Ein toter Plünderer. Hier liegt auch nochmal ein Ghoul rum. Auf dem Pott. Ein Handknochen und Blut. Und Stimpack und ein Feuerlöscher. Oh, was ist das denn für ein Gestank? Ich weiß es auch nicht, Nick. Ich finde es immer so lustig, wie der sich dann darüber aufregt. Der hätte mich fast ein bisschen erschrocken, aber nur fast. Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was zu plündern. Hier ist wieder ein toter Plünderer. Da nehmen wir natürlich mal alles mit. Kronkorken nehmen wir auch mit. Hier die ganzen Schreibtische, die wir abgrasen. Tischventilator, Kickball. Okay, okay. Türe aufsperren, Einsteiger. Fast normal lassen, dann ging alles gut. Hier kommen wir dann in ein extra Büro. Ich habe mich ein bisschen erschrocken. Ein Schlagring, den wir nicht brauchen. Du hast ja hier einen Spaß, Nick. Das ohne mich. Eine Frechheit. Wo kommen wir hier hin? Noch weiter nach oben. Da gehen wir mal später hin. Ich bin dafür, wir grasen jetzt erstmal hier alles ab. Bevor wir noch weiter nach oben gehen. So. Das da hinten ist Nick. Ich wollte schon eine Granate dahin schmeißen. Aber es ist ja nur unser Begleiter, Nicky Nickmann. Oh, Silverschraub-Foto. Beste Wünsche, Silverschraub. Haben wir ja gelesen, die sollen ja da irgendwie so eine Ausstellung von Silverschraub haben. Oder eventuell bekommen. Mal sehen, was wir hier noch so erfahren werden. Hier geht es noch höher, hier gehen wir aber erstmal noch nicht hoch. Ziemlich verwirrend hier der Laden. Da geht es runter, da wollen wir aber nicht hin. Ich gucke nochmal eben hier im Büro nach. War ich eigentlich hier schon? Ne, hier war ich auch noch nicht. Wie gesagt, ein bisschen verwirrend gerade hier. Das ist also der Pausenraum. Nehmen wir natürlich auch alles mit. So, was ist dann hier? Nur ein Pott und mehr nicht. Gut, jetzt haben wir zwei Wege, die nach oben führen. Welchen Weg werden wir gehen? Ich würde sagen, wir gehen einfach mal diesen hier. Das ist nochmal ein Pausenraum. Interessant, interessant. Hier wurden dann die Besprechungen geführt. Okay, dann schließen wir hier mal auf. Das hätten wir auch erledigt. Hier eine Bierflasche und noch sonstigen Krempel. Silverschraub, the script. Der Tod steht dir gut. Entwurf 18. Aha, aha, aha. Neu gedrehte Szene, Skyline von Boston bei der Nacht. Der Himmel wird von Vollmond erleuchtet. Also nur ein Skript. Okay, ist jetzt nicht so relevant. Das Terminal schauen wir jetzt gleich auch mal. Produzententerminal. 14.10.77. Betreff Claire kann nicht warten. Ich habe versucht, sie hinzuhalten. Aber hier überschlagen sich die Ereignisse. Ihr Agent war mit Maxwell zum Dinner in Derby verabredet. Nicht gut.
Claire ist immer noch nicht mit dabei. Sie liebt das Outfit ganz besonders. Du hast die Bilder gesehen, oder? Wow, also ist es mir egal, was dort drüben los ist. Sie muss unterschreiben, bevor wir sie an die Wisemans verlieren oder jemand anderen. Wir haben uns den Vertrag von Hopkins angesehen. Der ist absolut wasserdicht. Da kommt sie nur raus, wenn sie freiwillig geht. Ihr Partner hat seine Rechte an Harpers abgetreten, aber sie hat ihre Rechte nach wie vor. Wenn sie auch nur auf der Idee kommt, zu einem Anwalt zu gehen, musst du deinen ganzen Charme spielen lassen, Barbo. Stell dir mal vor, wir bräuchten ihre Erlaubnis. 15.10.77 Vivien Ode, Aaron Barbowski, betreff Castings für die Herren der Mysterien. Es ist mir zu Ohren gekommen, dass du Claire Redell für die Rolle der Herrin der Mysterien in der Show verpflichtet hast. Das ist inakzeptabel. Die Herrin der Mysterien hat ein bestimmtes Aussehen. Sie muss brünett sein. Die Herrin der Mysterien ist eine starke weibliche Protagonistin und kein Fräulein in Not. Shannon Rivers hat der HDMN jahrelang ihre Stimme geliehen und ist in Shroud und allen anderen Radiogeschichten, in denen sie mitgewirkt hat, sehr beliebt. Ich weiß, dass wir unsere Meinungsverschiedenheiten hatten, aber hier geht es um mehr als Silver Shroud. Die HDMN und die Aufheitsamen sind große Marken. Wir müssen unbedingt reden, bevor ich in den Urlaub fahre. 18.10.77 Von Peter Schreiner, Aaron Barbowski, betreff Casting für HDM. Vivi hat mich kontaktiert, bevor sie weg ist. Habe die Fotos von Claire erhalten und sie ist scharf. Mir gefallen die Änderungen am Kostüm. Es ist immer noch wie im Comic, nur sehr viel glaubhafter. Ich unterstütze dich also in diesem Punkt. Aber ich stehe auf Vivis Seite. Die HDM ist eine Brünette. Und ihre Stimme muss stark sein. Claires Stimme ist es nicht. Kann Shannon nicht Claire in der Postproduktion... Was? Mein Gott. Kann Shannon nicht Claire in der Postproduktion... Das ist doch das richtige Wort, oder? Synchronisieren? Das wäre wohl das Beste von beiden. 20.10.77 Von Tina Hopkins an Aaron Barbowski. Ich kündige mit sofortiger Wirkung. Du kannst Petey erklären, wie du deine Hauptautorin für den Silver Shroud verloren hast. Und nach allem, was Shannon ertragen hat, kannst du sie selbst feuern, wenn du das wirklich willst. Manticore will mich seit Jahren haben. So sieht es aus, als wäre dein Verlust der Gewinn. Okay, wieder ein bisschen mehr erfahren, quasi über den Streit, über die jeweiligen Rollen der Charaktere. Alles gut und schön, alles interessant. Also Silver Shroud war voll in Planung, voll im... Hier geht's noch höher, voll im Gange. So kann man es quasi sagen. Aber dann gab es halt den ganzen Streit um die Rolle Schriftsteller-Terminal. Oh nee. 11.10.77 Ich werde mit Mr. Barbowski sprechen, aber ich würde mir nicht zu viel Hoffnung machen. Pete hat ihn mit ins Boot geholt, da er von was von Fernsehen versteht. Wir müssen einfach akzeptieren, dass es für das kleine Format Änderungen geben wird. Ich stimme dir zu, dass unsere Fans wichtig sind, aber die Zahlen für Silver Shroud außerhalb von Boston sind nun ja nicht wirklich gut. Vieles hängt vom Erfolg des Pilotprojekts ab. Wenn Mr. Barbowski denkt, dass ein englischer Butler der Show helfen würde, hör dir doch bitte wenigstens an, was er dazu zu sagen hat. 15.10.77 Shannon gehört zur Familie. Ich verspreche dir, dass ich dafür kämpfen werde. Diese Sache muss vor Sonntag geklärt werden. Ich werde meine Hochzeitsreise nicht noch einmal verschieben. Sorge dafür, dass Barbowski nicht verschwindet, bevor ich mit ihm sprechen kann. 20.10.77 Tina, Baby,
Wir hatten die neuen Texte schon gestern gebraucht. Ich weiß nicht, wie es beim Radio läuft, aber wir haben Gastronomie, Geräuschmacher, Beleuchter und Schauspieler, die wegen deiner letzten Verzögerung herumsitzen und nichts zu tun haben. Hier geht es nicht um Shakespeare-Texte. Wir sind hier beim Fernsehen, oder? Ich weiß, dass du den neuen Affen nicht magst, aber die Kameraleute lieben ihn. Er schlägt sich in dieser blöden Perücke besser als Claire. Apropos, Claire Agent gefällt diese Perücke überhaupt nicht. So ganz und gar nicht. Claire kommt am Montag eingeflogen und bis dahin sollten wir diese Perücke gestrichen haben, richtig? Und Shannon macht es großartig, wie sie für Claire einspringt, bis sie ihren Film fertig gedreht hat. Aber sie sollte besser nicht da sein, wenn Claire eingeflogen kommt. Kannst du dich bitte darum kümmern? Danke. Also alles so ein bisschen... Ja, so... Weiß ich nicht. Die wollen das möglichst Beste rausholen, aber alle führen irgendwie so Streit untereinander, wer wo welche Rolle hat und wer dafür am besten geeignet ist. Also kein harmonisches Miteinander. So kann man es definitiv sagen. Hier geht's wieder runter, das ist gut. Dann haben wir hinten noch den einen Aufgang, aber erstmal hier noch diesen Raum hier plündern. Ich glaube, es macht gar keinen Sinn, dass ich hier irgendwie Sachen verkaufen gehe. Hier in Boston alle 2 Meter findet man dann solche Gebäude und darf dann hier wieder plündern, bis zum geht nicht mehr. Ich glaube, verkaufen sollten wir echt hier so am Ende. Das macht, glaube ich, viel mehr Sinn. Achso, ne, hier waren wir ja schon. Dann müssen wir jetzt, wo ging es hoch, wo ging es hoch? Hier ging es hoch. Ein Leuchtender. Da war doch gerade ein Ghoulkopf. Da ist auch noch einer. Wow. So, wir sind eine Stufe gestiegen. Das bedeutet, wir können jetzt auch nochmal... Ah, das ist also hier Shroud und das soll Boston darstellen. Hallo? Kannst du da oben mal bitte weggehen? Ich weiß, dass ich einen Punkt zu vergeben. Ach komm, dann machen wir das mal eben. Wir machen mal eben Härte komplett hoch. Damit können wir den Schwierigkeitsgrad jetzt auch erhöhen. Ich wollte gerne einen Screenshot hiervon machen. Tab halten, um das Menü, um mit dem Skill zu öffnen. Ja, das ist mir bewusst. Darf ich jetzt einen Screenshot machen? Dankeschön, Spiel. So, jetzt schauen wir uns mal eben hier die Einstellung an und gehen mal eben auf Gameplay. Und dann gehen wir hier Schwierigkeitsgrad, haben wir normal. Sehr leicht, einfach, wir hatten normal, jetzt machen wir mal schwer, sehr schwer überleben. Wir machen mal schwer. Jeder Schwierigkeitsgrad beeinflusst den Schaden und die Wahrscheinlichkeit, legendäre Feinde zu begegnen. Überleben erweitert dies um zusätzliche Herausforderungen. Zum Beispiel gibt es keine Schnellreise und gespeichert wird nur, wenn man schläft. Lies den Eintrag Survival in der Hilfe für weitere Informationen. Also Survival ist da definitiv nichts für uns. Aber wir stellen jetzt mal auf schwer. Wir sind jetzt von normal auf schwer gegangen und gucken uns das Ganze jetzt an. Das ist auch getriggert gut. Es speichert gerade und damit haben wir die Einstellung dann auf schwer. So, hier hinten war ein leuchtender Ghoul. Eben mal ein bisschen Licht machen, hier ist ein bisschen dunkel. Hinter der Kulisse. Verdammt nochmal, ja. Ach, das war ein Silver Sword Maschinengewehr. Interessant. Silver Sword Kostüm. Silver Sword Outfit hinzugefügt. Interessant, können wir dann auch mit nach Hause legen. In unserer Sammlung. Noch ein paar Handschellen. Studio-Steuerungsterminal. Oh Gott, noch mehr zu lesen. Also hier in diesem kleinen Gebäude, ein Comicladen, der eigentlich ein Filmstudio ist. Ganz komisch, gibt es eine Menge zu lesen. Audiosteuerung. Rauschmuster. Hallo aus. Ja, okay, hier kann man dann Tonsteuerung, Videosteuerung, Fehlgeschlagen, Scheinwerfersteuerung, Max Helligkeit,
Achso, da kann man jetzt die Helligkeit in den Raum da regeln. Ja gut, das ist dann doch nichts zu lesen. Boah Gott, jetzt ist er total überlichtet. Viel zu heftig. Da wird mir total geblendet. Ich mach mal hier das Licht wieder aus. Sonst sieht man ja gar nichts mehr, wenn man so geblendet ist. Das ist nur Zeug so zum Looten. Da liegt nochmal ein Aschenbecher, den will ich noch mitnehmen, da bestehe ich jetzt drauf. Hier geht es aufs Dach, da gehen wir mal am Ende hin. Hier sind Perücken und sonstiger Krempel, Grognarkose. Zerknitteter Zylinder und Anzug. Ein Wischmob. Und hier so sonstiger Krempel. Die Umkleidekabine. Unglaublich überwältigende Geschichten. Du hast eine Ausgabe unglaublicher überwältigender Geschichten gefunden. Du verursachst 5% mehr Schaden mit den Alien Blaster, den wir so oft nutzen. Aber irgendwann werden wir ihn mal nutzen. Dann werden wir mal Energiewaffen hochschrauben. Ja, das ist eine tolle Umkleide für Stars. Da freuen die sich bestimmt, wenn die dann hier reinkommen. Das ist ja echt sehr würdig und so. So, das nehmen wir mit und dann sind wir hier auch fertig und dann können wir mal aufs Dach gehen. Auf jeden Fall haben wir hier sehr viele Kleidungsstücke von Grognak, Silver Shroud und ein paar, zwei Comics zumindest gefunden. Also der Laden hat sich hier schon gelohnt. Mal gucken, vielleicht haben wir am Dach noch was Schönes. Ansonsten sind wir auch hier wieder fertig. Ein weiterer Abschnitt wäre dann damit abgeschlossen. Hier sind wir echt verwundbar. So, die Straßen von Boston erwarten uns. Wir müssen weiter in Richtung Nordosten. Da haben wir noch drei Gebäude, die wir noch nicht gesehen haben, wenn wir in diese Richtung weitergehen. Mal sehen, was uns dort erwarten wird. Wir erfahren es in der nächsten Folge von Fallout 4. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal dabei, wenn es heißt, Erkundung von Boston geht weiter und dann vielleicht auch mal der goldene Grashüpfer. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis dahin. Tschüss.